Ach so, okay. Interessant, interessant. So machen wir das hier auch. Ja, vor allem Priester und alles Mögliche. Da wird es noch sehr gefährlich. Ja. Das ist ein Guru-Priester. Vorsicht bei dem Heckrotter, das ist ein bisschen tödlich. Ach du Scheiße. Habt ihr, könnt ihr nicht auch ein Schutzschild vielleicht zaubern? Ich krieg hier kein Schutzschild, ich krieg höchstens eine Schelle. Oha. Muss mal schön da hin, die ja voll aufgesetzt mit der Nase. Wer lässt denn bei den Sekunden? Hallo Fonti! König Fonti! Hallo! König Fonti, es ist alles, wie Sie besprochen haben. Wir haben alles zu Ihren Wünschen gemacht. Ich habe gehört, hier auf der Insel soll es auch Drachen geben. Stimmt das, dieses Gerücht? Nee, das muss ich Ihnen sagen. Das sind nur Eidechsen. Kniet euch hin vor König Fonti. Also Eidechsen, so. Blindschleichen, oder wie? Okay. Ja. Hinknien für König Fonti. Hallo. Okay, dann nicht. Mein König hat das Gesetz. Und Chief Elrond. Und Chief Elrond. Elrond. Wissen Ihre neue Kleidung steht Ihnen aber gut, Herr Hoffi. Also wissen Sie, was der zweite Name von ohne Elrond ist? Sieht super aus. Danke, aber ich finde, es sticht etwas, das Grün mit dem Grau. Was geht ziehen ineinander über, also? Es muss das ja dasselbe, nur die Farbe ist etwas falsch. Herr Hoffi, wir sind aber in guter Dinge in den Verhandlungen. Sie werden wohl gleich freikommen, sollten die Ihre Kollegen in den Forderungen nachkommen. Und wenn alles klappt, werden Sie dann gleich zum Austausch geflogen. Ah, okay. Das hört sich doch schon mal gut an. Ah, ich habe mich hier gerade sehr gut mit dem Herrn Snow und dem Herrn Watzlaw unterhalten. Die beiden haben mir etwas näher die Naturkunde unserer Insel näher gebracht und die Tierwelt hier auf der Insel. Flora und Fauna, Herr Frontliner. Das ist doch schön. Ja, das ist sehr interessant, dieses Gespräch. Herr Watzlaw, weiß der Herr Frontliner denn auch, wo Sie studiert haben? Das habe ich. Ja, die mussten bei uns einen Lebenslauf abgeben. Ich hoffe, da stand alles drin. Ja. Waren Sie denn nicht etwas, skeptisch darüber, dass der Herr Watzlaw im Disneyland studiert hat? Ich meine, er ist unser Maskottchen, also der kann von mir studieren, was er möchte. Hi. Er hat mir erzählt, er hat... Ich meine, der hat selbst bei McDonald's die Kloschüssel studiert, also... Ach so, okay, das ist natürlich... Gucken Sie doch mal an, der hat so schon Schaden, der hebt die ganze Zeit die Hand. Naja, ich merke das schon, ja. Er hatte mir nämlich erzählt, dass er im... Disneyland, da hat er nämlich das Studienfach Lügengeschichten und Fabelwesen hat er studiert bei Professor Pluto. Und er hat jetzt auch das Studienfach Unsinnige Magie bei dem Mickey Maus Zauberer studiert. Also oftmals kommt es auch vor, das habe ich auch schon gesehen, dass er sich nachts Lagerfeuer anzündet und rumtanzt. Achso, okay. Aber glauben Sie denn also wirklich, dass kommt er... kommt eins zum anderen, aber ich lasse ihm seine Freiheit da. Hoffi, also wenn ich ihn aufhalten würde, dann würde uns alle umbringen. Sonst gibt es hier wieder Schellen. Glauben Sie denn, dass der Herr Watzlaw wirklich magische Kräfte besitzt, Herr Frontliner? Jungs, auf ihn! Ich zeige dir Schellen. Ich muss das glauben, Herr Hoffi. Was bleibt mir anderes über? Tun Sie doch was dagegen, Herr Frontliner. Ich werde verprügelt. Ich habe leider gerade was im Auge, ich sehe gerade nicht. Das juckt aber auch, um Gottes Willen. Oh Mann. Oh, Herr Hoffi, ich helfe Ihnen mal auf, Sie sind hingefallen. Mensch, Frontliner, der ist hingefallen, ich kann da nichts für. Ich sehe doch nichts, ich habe doch was im Auge. Oh, okay.
Also ich krieg's nicht raus. Die blauen Flecke, die hatte Hoffi schon, als wir den bekommen haben. Ja. Er hat mir erzählt, er wird auch von deiner Frau geschlagen. Was? Ja, hat er gesagt, habe ich auf Aufnahme. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Oha, wenn das ihre Kollegen erfahren, dass sie zu Hause dann weicheil sind. Warten sie nur bis sie zu Hause sind. Wir hatten auch sehr tiefgründige Gespräche, Herr Frontliner. Die Herren Snow und Herr Watzlaff haben an meinem Gewissen appelliert, in manchen Belangen. Aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Da wird Sex mit Evi. Das macht mich wieder traurig. Wie bitte? Ja, hast du mich schon gehört. Also in großen zusammengefasst, Herr Fronti. Sonst mit Essen und Trinken haben Sie sind Sie versorgt worden von dem Herrn Watzlaff und sowas? Nein, ich habe. Ich hoffe, Sie haben nichts von Herrn Jon Snow gegessen. Essen Sie niemals was von dem Herrn Jon Snow. Der Herr Jon Snow wollte auch da vorne, dass ich von seinen Drogenkakteen da vorne irgendwie probiere, aber da habe ich auch gesagt nein und habe das niemals von Jon Snow was erlebt. Niemals. Kann ich nur warnen. Snow heißt? Sie sehen der Dinge Herr dann, die sie noch nie gesehen haben und die sie auch niemals sehen wollen. Okay. Nein. Sag mal, Frontliner, kommst du gerade von der Arbeit oder was? Es ist die neue Putzkleidung für unsere Haushaltshilfe. Ich habe die schon mal besorgt und trage die schon mal ein bisschen ein. Ja, das ist natürlich wichtig. Ne? Ja. Ganz hübsch geworden, oder? Ja. Wo ist unsere Haushaltshilfe eigentlich schon wieder? Ich habe Hunger. Keine Ahnung, wo der Miller mal wieder ist. Und sowas bezahle ich. Ja, dann warte ich nur auf den Anruf von Ihrer Kollegin und dann kann das alles ganz schnell gehen. So, meine Kakteenblüten haben ihren Saft abgelassen. Wer möchte eine Dröhnung? Herr Snow, Sie sollten doch wissen, dass wir nichts von Ihnen essen. Oh Gott. Okay, dann mache ich das selber. Ah, ja. Yeah. Guter Stoff. Nicht die ganze Linie direkt. Oh mein Gott. Das ist Jon Snow. Geil. Ach, klar, was passiert, wenn die Sachen von Herrn Jon Snow ist? Oh, das sieht aber nicht sehr gesund aus. Oh, er fängt sich von der Klippe. Tun Sie doch was. Boah, was für ein geiler Trip. Wollen Sie sowas auch mal erleben? Glauben Sie mir, Sie wollen es nur einmal machen und der macht das fünfmal am Tag. Lieber nicht. Also das hat mir schon gereicht gerade. Fünfmal am Tag, das ist allerdings nice. Allerhand. Also. Also was haben Sie denn vielleicht noch eine spannende Geschichte für mich? So, jetzt nochmal. Also ich kann Ihnen noch einige spannende Geschichten erzählen hier. Ja gut, kommen dann Sie bin mit ich mal hier, gespannt. Sie mit dir, ja. Die Leine. Ja, ich komme mit. Ja, ich komme ja schon. Ja, beruhigen Sie sich. Sie müssen mich doch nicht wieder fertig machen jetzt. Ja? So. Also, ja. Muss ich mal in meinem Repertoire ein bisschen rumkramen. Herr Frontliner? Ja, puh. Also ich kann Ihnen hier ein bisschen was über die Städte erzählen. Ja, es gibt natürlich, das können Sie auch Ihrer Familie erzählen oder vielleicht mal auf einen Familienausflug. Es wird demnächst Watzlaff-Tours geben und da werde ich auch einige schöne Geschichten zum Besten geben. Oh, da werde ich mich doch freuen. Wie teuer wird denn so eine Karte, sage ich mal? Ja, das steht noch in der Mache. Es wird aber zwischen 1 und 10.000 Dollar sein. Oder 1 und 20.000 Dollar. So, was auch.
aber etwas tappig, oder? Meine kostbare Zeit hier. Ich habe auch Steuern zu bezahlen. Also Sie Steuern bezahlen, Herr Watson. Ich bin Priester. Sie sind ein krimineller Priester, das ist noch viel schlimmer in Kombination. Das ist mir doch egal. Ich bin Priester und das ist so. Herr Hoffi? So, ich erzähle Ihnen jetzt was. Nix ist. Doch, okay, John, frag ihn. Los, frag ihn. Herr Hoffi? Sie sind ja auch ja, so eine Art Zauberer, ne? Ich? Ich bin kein Zauberer. Ich doch, so eine Art. Weil keine Ahnung. Sie sind ja eher hochgestellt und höher gestellt und Sie können ja Leute von einer gewissen Liste verschwinden lassen. Na? Oh. John, das habe ich alles schon gefordert. Der Zaubertrick, der ist aber ganz schön heikel. Den kann ich jetzt so oft an ihm, kann ich den gar nicht auswenden. Ich würde sagen... John, wir werden alle von der Liste entfernt. Das hat sich erledigt. Ach so, okay. Ja, Glück gehabt. So, Herr Hoffi, jetzt kram ich mal die nächste Geschichte. Also, es gibt so... Der Herr Merte steht im Weg, ich kann leider nicht sehen. Ja. Ich erzähle Ihnen jetzt die Geschichte von Tom. Wissen Sie? Tom? Tom? Ja, Tom ist ein kleiner Junge. Okay. Und Tom wollte immer Priester werden. Ja. Nein. Habe ich eine Frage. Lehrweisen. Ja? Sind Sie eventuell Tom? Nee, ich bin nicht Tom. Ach so, okay. Hoffi. Das ist Watzlaw. Da kam er zu einem sehr, Tom sehr, sehr, sehr einflussreichen Priester in Agia Stemmer. Ja, zu dem kam er dann hin. Und er wollte unbedingt Priester werden. Aber der Priester, der große Oberpriester, hat gesagt, nein, Tom, wir haben 165 Priester auf unserer Insel. Wir können es nicht machen. Ja? Wir können dich hier nicht zum Priester machen. Und ja, wissen Sie, was Tom dann gemacht hat? Wissen Sie? Nee. Tom ist kriminell geworden. Ja. Okay. Und wissen Sie, was mit Tom passiert ist? Was ist denn mit Tom passiert? Tom ist einer Gang beigetreten. Okay. Ja. Welcher Gang? Und der gefährlichen Card Gang. Oh, ich weiß nicht, die schwarze Magie. Ich weiß nicht, ob Sie was das gesehen? Gehört haben. Oh. Das war unglaublich. Der ist geflogen? Und wissen Sie, was mit der gefährlichen Card Card Gang passiert ist? Was ist denn mit der gefährlichen Card Gang passiert? Sie wurde umgeschossen von der Polizei. Oh. Ja? Und Ihre Kollegen sind schuld, dass der kleine Tom tot ist. Ja? Und ich kann nicht mehr. Ich bin wütend. Herr Watzlaw, bleiben Sie ruhig. Herr Watzlaw, bleiben Sie ruhig. Herr Watzlaw, bleiben Sie ruhig. Ich bin wütend. Ah, was Sie ihn abgeschossen haben, ist der kleine Tom. Ist der kleine wir Tom. Wir müssen auch nur unseren Job verrichten, Herr Watzlaw. Herr Tom hätte machen wissen müssen, dass er sich den Kriminellen einlässt. Ah, dann töten Sie den kleinen Tom. Er hat nur einen Kart gefahren, ja? Herr Watzlaw, ich kann nichts dafür. Herr Watzlaw, ja, beruhigen Sie sich. Ich sage es Ihnen, ja, beruhigen Sie sich selber. Ja, der kleine ich Tom, ich bin ganz na? Ruhig. Ja, okay. Ich sage Ihnen nur die kleine Geschichte von Tom. Ich hoffe, das wird die ihr Leben lang verfolgen. Aber Herr Watzlaw, Sie müssen auch, Sie müssen auch die Polizei verstehen. Herr Watzlaw, Sie müssen auch die Polizei verstehen. Wir sind, tun auch nur unseren Job. Nix ist mit Jobs hier. Nix ist. Sie haben den Tom getötet. Das war Ihr Job. Sie haben ihn getötet. Sie sind ein böser Mensch. Deswegen sind Sie hier. Ja? Ich hoffe, Sie sind hiernach geläutert. Ja? Denken Sie immer an den kleinen Tom. Egal, was Sie machen hier. Egal, was Sie machen. Herr Hoffi. Ich kenne den Tom leider nicht. Ich sehe gerade, Sie haben ja, ein Dietrich in der Tasche. Entfesseln Sie mal bitte den Angelo Merte. Ich bin eine kleine Nutte. Ich schon. Ja, denken Sie an Tom, ja? Ich
muss mich jetzt kurz meinen Gefühlen hinterhergeben, ne? Dieser Tom, an den muss ich immer denken. Ich erzähle jetzt auch keine Geschichte mehr. Sie wollen ja von mir unterhalten werden, ne? Bitte? Währenddessen schießen die kleine Kinder wie den Tom. Ich halte das nicht mehr aus! Ich wollte, Sie haben mir das Angebot, mir die Geschichte zu erzählen, Herr Watzlaw. Nichts ist, Sie kommen jetzt wieder mit hier. Sie kommen jetzt mit. Mein Gott, er ist gesprungen. Er ist gesprungen. Ja. FGP waren noch nie die hellsten. Sie setzen sich jetzt hier hin. Sie gucken zu den Steinfelsen, ja? Und jetzt denken Sie erstmal an Tom. Ich fühle mich keines Verbrechens schuldig. Ich binde ihn jetzt da mal an diese Bank fest. Ich kann nicht mehr mit so einem Verbrecher reden. Nein, fall back. Der kleine Tom, gestorben. Sie machen auch noch mein Studium zunichte hier. Ja? Wissen Sie, was Sie gemacht haben? Was habe ich denn gemacht, Herr Watzlaw? Sie haben mein Studium schlecht geredet. Doch, Sie haben Tom getötet, mein Studium schlecht geredet. Die ganze Welt. Ich bin nur ein armer Priester, ich muss Sie überfallen hier. Herr Watzlaw, hören Sie mir doch zu. Gehen Sie nicht einfach weg. Es gibt auch andere Wege, anstatt Leute auszurauben. Sie können ehrlich Geld verdienen. Nichts ist. Ehrlich Geld, so wie Sie, oder was? Ja, so wie ich, treten Sie zum Beispiel der Polizei bei. Nein! Hören Sie auf mit dieser Lästerung! Sowas wird nicht noch einmal passieren. Wir haben schon Chris an Sie verloren, den Verräter. John, ich möchte mit ihm nicht mehr reden. Wenn er jetzt noch einmal sagt, dass die Polizei gut ist, erschieße ich ihn. Soll ich etwa meinen Beruf leugnen, Herr Snow? Ich habe Sie gewarnt. Herr Snow. Kommen Sie einmal mit. Polizist, immer Polizist. Kommen Sie mit. Daran wird sich nichts ändern. Stellen Sie sich mal hin. Sie machen sich ja lächerlich. Beeilen Sie sich bitte. Na, so verrückt er hier. Er ist von der Klippe gesprungen. Ja. Er konnte den Druck nicht mehr ertragen. Was macht er hier wieder? Was macht der Hoffi hier wieder? Der Hoffi? Den habe ich mitgenommen. An meiner Leine, an meiner 3-Meter-Leine. Der Mörder. Nee. Ich kann nicht mehr. Watzlaw, du musst lernen zu vergessen. Das macht dich fertig. Du musst lernen zu vergeben. Nein, der kleine Tom. Du wirst niemals inneren Frieden finden, Watzlaw. Du musst lernen zu vergeben. Lassen Sie mich sterben! Nee. Hier wird nicht gestorben. Nicht während meiner Schicht. Ich will sterben! Es gibt doch sicher noch andere Möglichkeiten, dass Sie nicht Alimente zahlen müssen. Da müssen Sie ja nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen, oder? Die ärgern mich alle, ich will sterben. Ziehen Sie mich doch nicht so hinter sich her. Hör auf, du Bette. All die Schnauze. Kommen Sie, ja, Vorgesetzter. Immer liegt Angelo und noch der Junge. Es wartet noch ein langes, erfülltes Leben auf Sie. Hallo Dr. Scout! Bonjour! Hallo Dr. Scout! Irgendwie dauert heute Behandlung länger wie sonst was. Was ist da los? Ja, man merkt, es ist ja auch fett. Deshalb braucht das ganze Gewebe ein bisschen länger, um zusammengenäht zu werden. Es ist schwieriger. Nein, fall on me.
Oh. Oh. Komm schon. Sie müssen ihn retten. Angelo, halt durch. Halt durch. Halt durch, Angelo. Dr. Scout, wenn er stirbt, sterben auch Sie. Ja. Geben Sie sich mal ein bisschen Mühe. Das ist natürlich ein Motivationsschub. Ja, will ich auch hoffen. Komm schon, Angelo. Das ändert natürlich alles. Ja. Da greift doch meine Kunstfehlerversicherung nicht wirklich. Nicht wirklich, nee. Ich glaube, er hat ein Wort Angelo. Oder Ebola, ich laufe hier weg. Oh oh. Ich hoffe, gleich kommt kein Alien aus seinem Brustkorb gesprungen. Ah. Angelo. Doch, Angelo, wie fühlst du dich? Muss ich den Dr. Scout erschießen? Mir geht's gut. Okay, Dr. Scout. Okay, gute Arbeit. Danke, dass Sie da waren. Auch noch gut. Da habe ich ja nochmal Schwein gehabt. Ich habe zwar einen Schaden im Kopf, aber den hatte ich ja schon immer. Ja, ich glaube, den kann ja der Arzt nicht mit einer Heilung... Wenn ich kaputt gehen kann, da eh nichts mehr. Herr Dr. Scout. Oh, vielen Dank. Bitte, bitte. Herr Dr. Scout, wir haben hier oben ein Geschenk für Sie. Ein einzigartiges. Kommen Sie mal hoch. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Ist schon wieder Weihnachten. Besser. Besser? Ja. Nein. Rally up. Sagen Sie bloß, das schwedische Bikini-Team hatte hier oben eine Panne. Nee, noch besser. Hatten Sie in letzter Zeit Ärger mit der Polizei? Naja, wie man es nimmt. Wenn Sie einen Polizisten fragen, glaube ich, sieht er das anders. Weiß ich nicht. Aha. Ich will mich jetzt nicht dazu äußern. Möchten Sie ihn eins überbraten? Um mal ihren Frust... Mit dem Captain hier? Nee. Hallo, ich kann ja keinen Polizisten schlagen. Nee. Möchten Sie ihn ans Bein pinkeln? Wir verbinden ihm auch die Augen, der sieht sie gar nicht. Sie waren gar nicht hier. Ja, wir verbinden ihm die Augen. Er hört auch gerade nichts, der hat Oropax in den Ohren. Nee. Hallo. Na gut, wenn Sie das Geschenk nicht annehmen wollen... Nein, dann einfach das Das sollten Sie auch nicht tun, da können Sie ganz schön Ärger kriegen mit dem Gesetz, also puh. Nee, wir haben das alles schon geregelt. Schlafen. Wir kommen von dieser schönen Liste runter. Scout ist der Präsident hier. Herr Scout hat Ahnung, der weiß, was gut ist. Okay, Scout. Ja. Gucken Sie mal bitte weg. Sie haben nichts gesehen. Okay. Alles klar. Na jo. Finde ich aber interessant, dass hier ein... Au. Scout war es, ich hab's gesehen, ich hab's aus Aufnahme. Ja, schon wieder hingefallen. Nee. Der Scout war es, Hobby. Der Scout lässt seinen Frust raus. Legen Sie den fest, Herr Hobby. Irgendwie machen Sie was. Was machen Sie? Sie können ja nicht hier mitten am Berg einen Polizisten schlagen. Der hat ganz viele blaue Flecke überall. Wieso steht hier überhaupt ein Polizist? Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Sagen Sie mal, hallo? Herr Angelo, so hätte ich Sie jetzt aber nicht eingeschätzt. Er muss seinen Frust rauslassen. Er muss wieder reinkommen ins Leben, das ist die einzige Methode. Immerhin war er ja kurz im Jenseits. Bring den Arzt zum Schweigen, Jungs. Der erzählt noch zu viel. Ich kann den wegnehmen. Nein, nix boosten. Das ist eh schon windig genug hier. Na gut, ich glaube, ich ziehe mich dann zurück. Sie haben hier geschäftlich zu tun. Ja, Sie haben nichts gesehen. Vielen Dank für die Rettung. Ich hoffe, Sie haben nichts gesehen, Herr Oberarzt. Ich würde Herrn Hoffi nie schlagen. Ich mag Herrn Hoffi. Okay. Tja. Danke, Herr Freund. Aber zum Glück geht es hier nicht um Sie. Alles klar. Oh, den Lukas bekommt hier auch eine neue. Verrat! Jungs, wer hat einen Verräter unter uns? Herr Hoffi wird jetzt nicht mehr geschlagen. Okay. Herr Hoffi, Sie haben mächtige Freunde.
Herr Hoffi, ich habe mit Ihrer Kollegin jetzt telefoniert. Wir werden jetzt einen Austausch machen. Bitte steigen Sie als Passagier in den Heli ein. Warten Sie, mein Kopf ist noch ein bisschen benebelt. Einen Moment. Ja, kurz damit, okay. Aber wenn du es nicht hinbekommst, dann bist du kein Profi. Das ist aber ganz schön groß. Aber Herr Fontana, Sie wissen, ich muss das gleich leider auch meiner Kollegin sagen, dass die mich verprügelt haben und misshandelt haben, der Herr Snow und der Herr Watzlaff. Herr Hoffi, ich verstehe das als selbstverständlich. Hilfe, helfen Sie, Herr Fontana, ich habe Ihnen einen Redburger gebracht. Da oben ist ein Redburger. Ich habe natürlich weder was gesehen noch gehört haben, Herr Hoffi. Verstehen wir uns, ja? Ansonsten kommen wir wieder. Fuck! Bitte nicht. Ah, vielen Dank, das ist aber lecker. Das ist echt mal schön, das ist ja doch gar nicht mal so schlimm. Dann ist ja doch nur der Herr Watzlaff. Das ist von der Schlaufstrecke her. Genießen Sie es. Dann essen Sie niemals was von Herrn Jon Snow. Oh, sorry. Oh. Dann sollte ich das vielleicht lieber ausspucken wieder. Haben Sie mal Glück gehabt? Herr Snow, was war da drin? Ein Wahrheitsserum. Wahrheitsserum. Ja. Vielleicht hätten sie die Wahrheit erzählt. Der ewige Scher. Aber jetzt haben sie alles ausgesprochen. Na klar, der rekrut wieder, ne? Ist immer dasselbe hier. Hat er sich festgefahren? Diese Amateure! Ja, ich hoffe, Sie sind stolz auf Ihre Polizei. Hey, super! Peinlich, oder? Du, super! Klasse! Oh, ich bin so stolz auf dich! Bei einer Rekrutenfalle! Oh je. Müssen wir einen ABRC ranholen? Nein, regroup. Nicht so nah, nicht so nah, nicht so nah. An der Kante bin ich auch gerade hängen geblieben. Ja. Hilfe! Ich hab extra nachgefragt, soll ich da wirklich hochfahren? Ihr schiebst nicht auf die anderen, Rekrut. Hier, an der Stelle. Ihr schiebst nicht auf die anderen. Wenn Sie hier hochfahren, dann geht's. Hier drüben. Da ist die Spalte nicht zu groß. Gib ihm mal jemanden Stups von vorne. Soll ich sie anheben? Einfach mal stupsen, anstupsen von vorne. Von hier hinten. Mit einem Auto. Bum, bum. Frau Kascher, wenn wir uns alle hinten draufsetzen, dann ist da vielleicht genug Kraft ja. Hinten drauf. Sie könnte von vorne auch ein bisschen schieben. Behalten Sie für sich. Soll ich mal nochmal runterschieben? Unser Gespräch. Das erfährt niemand. Ich glaube, Sie machen sich gerade ein bisschen peinlich. Ich probier's. Ich habe extra nachgefragt, ob ich da hoch soll.
Ich meine, die sind ja, ja Livestream auf YouTube. Ich meine, das sehen wir, dass die, sie haben mir halt die Augen geöffnet. Warum denn? Okay. Was ist denn YouTube? Hey, fall back. Ich war ein sehr, sehr schlechter Mensch und ich werde das wieder gut machen. Das verspreche ich Ihnen. Okay. Auf mein Rudi-Teil-Leben. Herr Max, gut, das freut mich für Sie. Was machen Sie denn hier? Um Gottes und Willen. Und übrigens, ich hab's geschafft, den Heli da runterzufliegen. Kaputt machen. Moment, Moment. Jawohl. Also, das freut mich. Kann es sein, dass ich größer bin als Sie? Das liegt nur daran, dass Sie männlicher bin. Das könnte sein, ja. Hey. Oh mein Gott. Tja, wie es aussieht, Gott. Dauert das Ganze noch ein bisschen länger, Hoffi. Frontal drauf. Da war ich bin rückwärts draufgefahren. Ja, rückwärts, wunderbar. Frontal auf den Fahrzeug. Ein bisschen schräg, dann geht nicht die Enden kaputt. Und dann ist der Flug kaputt. Das hätten sie mir sagen müssen, ich bin noch nicht vom ABAC. Fräulein Kasseier, der Handelsführer wird im Pound. Wenn sie hier leben, dann muss man doch so eine Ausbildung schon mal genossen haben. Da muss man doch wissen, wie die Frau ist. Was machen die da? Nee, nee. Ah, Herr Marquide ist übrigens zum Abschluss freigegeben. Das ist ein Erste Hilfe. Der Marquide, der macht immer nur Scheiße. Das ist Erste Hilfe, der die böse ich hier mache. Alte Mann. Normalerweise baue ich gar keine Unfälle. Fräulein Kasaya, die Medics sind bestimmt schon unterwegs, halten Sie durch. Aber Sie wissen schon, dass Sie da jetzt die eigene Lieferung kaputt gemacht haben, ne? Bedeutet das, wenn wir jetzt zwei Captain Mustafa nehmen, dass wir doppelt so viel bekommen? Bleiben. Ja, also, ist das frei, oder? Nein. Ich glaub, so Ladung übergeben. Nein. Welche Ladung? Oder was sagen Sie? Sieht schlimm aus. Evi, geht's dir gut? Nein. Wenn wir jetzt zwei Captains haben, kriegen wir eine doppelte Ladung. Darf ich dich wach küssen? Nein! Nee, mich bitte nicht! Ich tue auf mein Gebiss raus! Fahrzeug? Der Herr Hoffi, der hat hier, der will Ihnen hier die Liebe gestehen, Frau Gestehr. Genau. Entschuldigung, der Herr, es geht gleich wieder weiter. Ne? Klasse! Neue Art und Werte kümmern Sie sich mal um den. Gute fünfte Tag. Da ist wohl jemand zu viel gelaufen, ja? So viele Runden gemacht. Ja, so in etwa. Sie hat eine Bombenausdauer. Ja, ich merke das schon, aber hat wohl doch nicht gereicht ganz. Ja, sie war einfach zu explosiv. Sie hat alles auf einmal hergegeben. Ich verstehe. Wir hatten hier eine Bombenstimmung. Kann ich mir vorstellen. Alles war am Beben. So schnell ist er gelaufen. Das ist eine Frau, Captain Kasher. Oh. Wohl möglich. Ja, wo packen Sie ihr denn?